Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute habe ich für euch die aktuelle Bravo Sport. Und ja, heute ist Heiligabend. Das Video zu Stürmi wünscht euch frohe Weihnachten, kam ja schon. Ja, aber trotzdem nochmal frohe Weihnachten und lasst es euch gut gehen. Ja, ich habe hier die aktuelle Bravo Sport mit einem Booster der Magitek-Serie. Da ist ja die letzte Limi drin. Ja, dann würde ich sagen, kommt jetzt erstmal das Intro und dann geht's weiter. Ja, letzte Limi hier für die Magitek-Serie 2020-2021. Ich versuche mal den Booster hier abzubekommen, ohne die Zeitung hier kaputt zu machen. Boah, der Kleber ist. Ah, okay. Es ging so. Es ging so. Wir gehen erstmal auf die Zeitung hier ein. Hier steht die Topstars 2020. Hier mit Kimmich, Haaland und ich glaube, das hier ist. Ach, wer ist das nochmal? Thüram? Oder steht das hier drauf? Ah, nee. Ah, doch, Thüram. Habe ich doch recht gehabt. Ja. FIFA 21, geiles Spiel. Naja. Im Moment bin ich nicht so im FIFA-Hype, ich weiß auch nicht. Ich wollte eigentlich mal so eine Reihe machen mit allen FIFAs von 2001 an. Mal schauen, wann ich das mache. Vielleicht jetzt die Tage, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Dann werde ich es vielleicht mal versuchen zu drehen. Und ja. Wir kommen jetzt hier zur Zeitschrift. Ah, hier RIP Maradona. Ja, leider Maradona ist gestorben. Ja, und die Zeitung ist ein bisschen nass geworden gestern. Wie ich einkaufen war, hat es gepisst wie eine Sau. So, hier ist Werbung für die Magitek-Serie. Ich hätte gerne diese Karte hier von Alphonso Davies, die Autogrammkarte. Wäre echt geil. So, hier ist der Inhalt dieser Zeitschrift. Dann geht es weiter hier. Unfassbares Glück, Formel 1-Pilot entkommt, Flammenhölle, oha. Ach, das war dieser heftige Crash da, glaube ich. Hab's so ein bisschen im Hintergrund mitbekommen. Tolle Aktion, Bayern München setzt Zeichen. Ibra versus EA. Ibrahimovic macht Stress, Onkel von Nationalkeeper räumt ab, 14.000 Euro. Ah ja. Message to Maradona. Keine Zielscheibe. Schwamm drüber. Dortmund Kollektion. Ah ja. Beschenkt die Kollegen. Irgendwas mit. Ist das hier Leipzig? Ich glaube ja. Leipzig. Dann haben wir hier Best of 2020 mit Lewandowski, Haaland und Kimmich. Kimmich ist ja jetzt auch wieder so langsam wieder in der Mannschaft. Also er hat ja schon ein paar Minuten bestritten. Da haben wir hier Winner Loser der BL. Hier haben wir Goretzka. Flop. Ja, Schalke. Natürlich Flop. Die Hertha. Schalke sowieso, also, ja, braucht man ja nichts mehr zu sagen, ne? Schalke 08. So, dann gehen wir hier mal weiter. Dann kommen wir hier zu Dortmund. Mokoko, er ist erst 16. Der hat doch, glaube ich, sein erstes Bundesliga-Tor gemacht. Wann war denn das? Letzter Spieltag oder vorletzter Spieltag? Egal. Triple Monster, echter Knipser, Kopfballknipser. Ja. Dortmund tut sich auch im Moment nicht mit Ruhm bekleckern in der Bundesliga und so. Super Müller. Oh ja. Das gab es noch nie. Was gab es noch nie? Erste Schiedsrichterin in der Champions League. Ja und? Frauen können das genauso gut wie die Männer.
Super Soccer, MPB erreicht Schallmauer. Oh ja. Ohne Alaba, Vertrag läuft aus. Ja, ich habe gehört, sein Berater hier wäre schon dran, ihn irgendwo unterzubringen. Also mit einem Verein. Wäre echt schade. Alaba ist eigentlich eine feste Größe hier bei den Bayern. Ich würde es traurig finden, wenn er geht. So, hier haben wir irgendwie ein Jahr Bravo Sport lesen und Geschenk auswählen. Naja, brauche ich nicht. Ich krieg die Bravo Sport auch so. Checkst du es? Dann haben wir Bravo Sport Top 11. Okay. Timo Werner, Robert Lewandowski, Erling Haaland, Jadon Sancho, Kimmich, Sabitzer, Pavard, Ginter, Sommer, Hummels und Davies. Oh ja, mein Herr, Haaland. Echt geiler Typ, finde ich. Also, dass Dortmund den geholt hat, ist echt cool. Stolz, ein Wolf zu sein. Baku. Der große Rückblick. Mir sahen Champions 25,6%. Ah ja. Dann haben wir hier Superstars für 0 Euro. Na gut, Messi ist aber auch schon in den Jahren. Der ist schon 34, oder? Lese ich das richtig? 34? Ach Quatsch, da steht was anderes. Da steht was anderes. Aber ich meine, der wäre auch schon um die 30. Ramos weiß ich gar nicht. Ach, warte mal, hier steht's doch. 33 ist Messi und Ramos ist sogar 34. Ja, moin. Ah, yeah. Rest in Peace, Legende Diego Maradona. Fußballgott. Ja. Das beste Tor war mit seiner Hand. Die Hand Gottes. Dann haben wir hier Planet Fußball. Dann haben wir hier von Union Berlin Max Kruse. Brill Embolo. Hier haben wir Hernandez. Oha. Es gibt ein Poster hier mit den Magic-Ticks. Das sieht ja mal geil aus. Das sieht geil aus. Aber ich werde es mir nicht aufhängen. Ich bin ja kein Jugendlicher mehr oder so. Früher hatte ich auch mein Zimmer voll gehabt mit Postern. Zwar kein Fußball, weil ich da noch kein Fußballfan war. Das kam erst ziemlich spät. Vorher hatte ich überhaupt nichts mit Fußball am Hut gehabt. Das kam erst so, ich glaube, boah, wann kam das? 96, 97. Irgendwann kam das so. Usman Dembele. Dann haben wir Champions Quiz. So. Na? Eine Seite will hier nicht gezeigt werden. So. Coole Kicks für frische Tage. Die Sneaker Highlights im Winter. Dann haben wir hier Könige der Lüfte. Ja, Ski. Ski ist nicht so mein Ding. Ich kann eh kein Ski fahren. Schon gelacht. Hier fahren dann crazy. Dann hier die Bravo Hits Party. Ja. Bravo Hits habe ich schon lange nicht mehr gehört. Formel 1 hat wieder einen Schumacher. Yep. Neuzugang im Motorsport. Mick Schumacher wird 2021 in der Königsklasse fahren. Da bin ich mal gespannt. Dann haben wir hier Comeback-Sieg. Ist das Dart? Ah ja, hier steht Dart. Kam mir so bekannt vor. Ab und zu gucke ich auch mal Dart, aber naja. Basketball-Fan war ich auch mal. Ich habe auch ein bisschen Basketball mal gespielt. Mit den Lakers zum Titel. Dann haben wir hier Web and Games.
Da haben wir Spezial. Dann haben wir Sport und Fitness hier. Dann haben wir Highlight 2020. Da haben wir Eisenhart, cooles Tutorial für BMXer Grins. Ich hatte, glaube ich, auch mal ein BMX gehabt, aber... das kann die PS5. Ja, ich habe ja gehört, der Lüfter soll so laut sein von der PS5. Es gibt, glaube ich, zwei verschiedene Lüfter und der eine ist laut, der andere ist ganz normal. Der E-Sport Boob. Oh, wer ist das denn? Sein Weekend League Bilanz 210 zu 0. 210 zu 0. Der 14-jährige Däne Anders zerballert die gesamte FIFA-Szene wie kein anderer zuvor. Bravo Sport hat dem Mündekind auf die Zahn. Alter, wie kann man denn so gut sein? 210 zu 0. Huh. Hut ab, Junge, Junge. Dann haben wir hier reingezappt. Ach. Oh, hier, Mario Götze. Seitdem er hier bei PSV Eindhoven ist, ist er echt stark. Steht hier, wie viele Tore er schon gemacht hat. Ich finde es jetzt nicht. Aber steht bestimmt drin. So, da haben wir hier... Entschuldigung. Vorschau. Ab dem 21. Januar. Die neue Bravo Sport. Gibt es wieder Match Attacks? Okay. Ich dachte, das wäre die letzte. Ja, aber... dann gibt es halt, glaube ich, keine... keine Limi mehr. Hier müsste eigentlich die letzte Limi drin sein. So, dann hier nochmal die Sticker-Serie. Da habe ich auch noch einiges. Also, da wird auch noch kommen. So, dann kommen wir hier zu dem Booster mit der Limi drin. Schau mal, ups. Er will weg. Er will nicht ausgepackt werden. So, mal gucken, ob ich es aufbekomme mit den Handschuhen. Wenn nicht, mache ich einfach Mimese. Ah. Es hat funktioniert. Jetzt klebt es an meinen. So, hier haben wir einen Code wieder. So, hier hätten wir Jan Sommer von Gladbach. Dann haben wir hier von Wolfsburg. Ciao, Victor. Dann hätten wir hier von der Hertha. Anne Meyer. Hier hätten wir Christopher Antwi Adjei von Paderborn. Und die letzte Karte ist natürlich hier die Limited Edition Marcel Halstenberg von RB Leipzig. Das ist die letzte Limi, die mir fehlt. Das ist die LE18. Dann hätte ich die ganzen Limis voll. Bin froh, dass es nicht so viel sind. Das ist auch manchmal gab es auch, glaube ich, Limis, die man bestellen musste auf der Top-Seite. Ja, ja, dann würde ich sagen, lasst euch schön bescheren heute. Tut mir leid, dass die letzte Zeit nicht so viel kam. Morgen wird es einen Livestream geben. Falls ihr dabei seid, wäre echt cool. Wenn nicht, ihr seid bestimmt am Feiern. Es ist ja morgen der erste Weihnachtstag. Dann ist auch nicht schlimm. Dann würde ich sagen, haut rein und bis dann.